meine Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Weisen. Was ist immer schön, wenn man die Aufnahmen macht bei mir. Oh, ich wollte eigentlich mal Popschutz drauf machen. Wenn man Aufnahmen macht hier und wenn das Aquarium an ist und das schön leuchtet, das sieht einfach geil aus. Ich habe das hier richtig schön hier. Also ich habe das. Okay, los geht's. Haunted. So, ja. Die meisten weißen Häuser wurden früher kirchlich geleitet, meist von Mönchen und Nonnen. Die Leitung hat oft Abt oder ein Priester. Insofern ist es schon gut möglich, dass es irgendwo auf dem Gelände einen kleinen Friedhof, eine Kapelle oder ähnliches gibt. Genau, und zwar suchen wir, glaube ich, die Nonne, ein Grab von der. Möglich ist es, aber wäre das nicht noch gruseliger, wenn wir jetzt echt noch auf dem Friedhof rumgeistern würden? Oh mein Gott. Woher weiß man denn sowas? Aber wie wollt ihr das Grab finden? Ihr wollt dem doch nicht etwa wirklich nachgehen. Es ist so richtig wie so ein Horrorfilm denn, ne? So, wenn man denn jetzt noch so einen Friedhof auf so einen Irrenanstalt, hätte ich mal gesagt, auf so ein Waisenhaus da verlassen ist und dann Friedhof und dann, ja. Wieso denn eigentlich nicht? Wir wollten uns morgen doch sowieso auf dem Gelände umsehen. Da könnten wir es jetzt auch in der Nacht machen. Stimmt, vielleicht finden wir ja wirklich sowas wie einen Friedhof. Ja, solche Bilder machen sich immer gut in unseren Videos. Aber habt ihr gar keine Angst oder so? Keine Horrorfilme geguckt? Und wenn wir dann tatsächlich noch das Grab von diesen Lieschen finden, das wäre doch voll der Hammer! Ja, irgendwie nicht, ne? Die haben noch nie Horrorfilme geguckt wahrscheinlich. Also abgemacht, morgen gehen wir auf Mission. Findet das Grab von Elizabeth Brown. Yep. Also schon Brown. Braun. Dabei. Ich auch. Ah, klingt zwar gruselig, aber ich bin gespannt. Das ist ja eine richtige Schnitzeljagd. Leute, ich will kein Spielverderber sein, aber... Ja, mega aufregend. Und du weißt, Tomji, wir sind jetzt mehr oder weniger auf dich angewiesen. Ach ja, stimmt. Ich bin ja jetzt der Monitormensch. Dann wäre das also beschlossene Sache. Da vorne scheint noch so ein Raum zu sein. Wer weiß, vielleicht finde ich ja noch ein paar coole Motive. Ich schaue mich hier mal noch weiter um und mache noch ein paar Fotos. Leon ist offline. Derek. Tomji, warte mal ganz kurz. Ich muss mal eben was checken. Ja, check mal. Check mal, check mal, Digga. Oh, das ist aber sehr lang, ne? Nicht kurz, lang. Ich bewundere gerade, wie groß mein Antennenwels geworden ist. Wahnsinn, was ein altes Ding. Ja, ich hab's doch gewusst, dass ich etwas gesehen habe. Dass du wo was gesehen hattest? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, er will uns nur wieder verarschen. Das ist einfach nur alles, ne? Ja, ich fühle mich auch gemobbt von ihm. Ja. Echt? In diesem seltsamen Raum eben. Auf der Rückseite von diesem Bild. In Fonts Cloud. Ah, in Fonts Cloud hätte man machen müssen. Nee, eigentlich meinte ich etwas ganz anderes. Ja, mach. Willkommen, Henry Fonz. Willkommen bei Ihrem persönlichen Cloud. Mit Online-Speicher haben Sie jederzeit Zugriff auf die Dateien. Und zwar ganz flexibel über Browser und unsere kostenlose App. Bla, 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 bla. Orphans, Dingsbums. Orphans und Friedhof. Vielleicht finden wir damit etwas raus. Da könnte was dran sein. Ich fühle mich mit diesen Hacking-Gedöns irgendwie nicht wohl. Du hast mitbekommen, was ich von der Sache halte. Simsel? Kommt schon, Tomji. Mach mal, Digga. Jetzt sei nicht so. Excuse me? Wir haben 2022. So,
Hier müssen wir wieder, ich glaube, ich kann es auch machen. Dieses Waisenhaus verspricht ein richtiger Durchbruch zu werden. Ich glaube, ich kann das auch so schnell mal machen. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, dass man das Hecken immer hier, dass man draufgehen muss und einzeln decken muss. Was? Ziele, Belohnung, ein Stern, ein Big, nein, ja. Okay. Ja. Oh, ich hab's gelöst, was für ein Wunder. Das ist ja echt blöd gemacht jetzt, ne? Ich muss das ja nicht verheimlichen, dass ich eine Flat habe da oben. Deswegen können wir das ja auch gerne mitmachen. Ich glaube, einige sind jetzt echt sauer oder neidisch schon so, hätten auch gerne so etwas. Weil das Hacken manchmal scheiße ist. Aber ganz im Ernst, Leute, bei zum Beispiel bei Duskwood und 7 Endgame habe ich ohne so etwas durchgespielt. 7 Endgame ja sogar zweimal. Duskwood ja auch, weil es einmal von mir gelöscht gewesen ist. Und es ist alles machbar. Also folgedessen ist das ist es nicht schlimm, wenn man da mal hacken muss. Bei 7 Endgame habe ich sogar Herzen selber gekauft. Sonst hatte ich es ja immer damals mal von Dave geschenkt bekommen. Aber jetzt habe ich tatsächlich die Flat bekommen. Von Carsten. Dankeschön dafür. Oder Janine, weiß ich nicht. So. Wie sieht's aus, Tom G? Irgendetwas erreicht? Das Waisenhaus wurde 1852 errichtet und bot Anfangsplatz bis 200 Waisen. Unter der Leitung von Schwester Braun wurden in den späten 1870er jedoch weitere Anbaumaßnahmen eingeleitet. Und so konnte die Zahl der zu betreuenden Waisen bis auf 360 gesteigert werden. In den großen Gebäuden befinden sich neben Schlafsälen für Kinder auch Unterrichtsräume, eine große Küche, ein Speisesaal, Verwaltungstag sowie Schlafräume der Nonnen und Mönche. Da wäre ich immer vorsichtig, solche Leute mit Kindern zusammenzubringen. Außerdem wurde östlich des Gebäudes eine Kapelle mit angrenzendem Friedhof eingerichtet. Ja, super, man weiß genau, was man vorhat. Das weit von dem nächsten Dörfern gelegene Gelände bot ausreichend Platz, um weitergehend unabhängig Versorgung der Kinder und Angestellten zu gewährleisten. Stallung für Vieh sowie ausreichend Weide- und Ackerflächen ermöglicht es, die Kinder in aller Abgeschiedenheit in Ruhe arbeiten zu lassen. Sich tot arbeiten zu lassen. Ganz schön creepy hier draußen, oder? Die Frage ist jetzt, ist es echter Nebel oder hat das jetzt wieder nachbearbeitet, der fuchsige Carsten? Ich meine, jetzt gerade in dieser Jahreszeit kriegt man ja so Nebel ja locker hin, ne? Also... Da muss man nochmal früh morgens rausgehen beim Sonnenaufgang und da hat man schon so etwas, ne? Heftig, verlauf dich nicht. Da könnte man echt einen Horrorfilm drehen. Was tut man nicht alles für eine coole Story, oder? Friedhöfe im Nebel machen sich immer gut für unseren Kanal. Aber Friedhöfe im Dunkeln, ohne Licht, nur mit einer Taschenlampe, das macht sich gut für Phasmophobia. Meinst du nicht, wir sollten den anderen von diesen Cloud erzählen? Ich denke echt, du solltest das nicht alleine machen. Okay, aber bitte sei vorsichtig. Ich kehre jetzt sicherlich nicht um, Mann. Der Friedhof kann nicht mehr weit sein. Na, ist ja angelegen, ne? Wenn ihr drinne. Und da wird mich schon kein Zombie fressen. Aber vielleicht ein Poltergeist. Ich melde mich, sagt er. Und man hörte nie wieder etwas von Anni. Hey, sorry, dass ich dich schon wieder störe, aber ich kann Mika immer noch nicht erreichen. Ich mache mir echt Sorgen, selbst meine Nachrichten gehen nicht durch. Warte, da kommt jemand, ich melde mich später wieder. Was für eine überraschende Wende. Es klingelt an der Tür und sagt, oh, warte, da kommt jemand. Ja, was denn sonst? Leute! Sandy, endlich! Also gehen meine Nachrichten wieder durch, ja? Ja, hat geklappt. Hey Sandy, ist Leon schon bei dir? Nein, noch nicht. Es ist alles ganz seltsam. Mein Handy spinnt, die Kamera spinnt. Und so langsam wird es echt dunkel hier drin. Das ist gruselig. Leon hat sich wohl irgendwie hier verlaufen.
Ja, das ist naheliegend. Oh je, das auch noch. Ich habe leider die ganze Zeit nicht mitbekommen, was ihr geschrieben habt. Da ging gar nichts. Hm. Leon ist nun wieder online. Wer hat das bloß komponiert? Komponiert, meine ich. Sorry, Sandy. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Normalerweise kann ich mich auf meinen Orientierungssinn echt gut verlassen. Schon gut, Leon. Aber ich bin hier auf etwas Interessantes gestoßen. Aha. Ja. Wenn da was dran ist, haben wir morgen jede Menge super Aufnahmen. Erzähl wir dir gleich in Ruhe. Leute, könnt ihr bitte so langsam mal wieder zurück ins Speisesaal kommen, bevor es hier ganz dunkel wird? Ich bin in 2 Minuten da, Tammy. Leon, die Cam hier im Büro tragt, habe ich leider nicht zum Laufen bekommen. Kein Stress, da... Oh, ja, pum, das war der Pumpschutz, den ich nicht habe. Kein Stress, darauf kommt es jetzt nicht an. Dann lasst uns alle in den Speisesaal treffen und zum gemütlichen Teil übergehen. Wieso habt ihr euer Nachtlager gerade im Speisesaal aufgeschlagen? Weil groß und so? Zum gemütlichen Teil? Sofern du zurückfindest, Leon? Oh. Oh. Leute, ich brauche leider noch etwas. Wieso? Was treibst du schon wieder, Mann? Naja, ich war ja eh gerade hier draußen. Ich ahne schon, was jetzt kommt. Und die Sache mit dieser Braun hat mir keine Ruhe gelassen. Jarek, echt jetzt? Jetzt bleib mal locker. Ich will mich nur mal ganz kurz auf dem Gelände umsehen. Wir hatten doch beschlossen, morgen gemeinsam hinzugehen. Verdammt, Jarek, Absprachen sind da, um sie einzuhalten. Leute, jetzt beruhigt euch mal. Also ich hätte Schiss, dort alleine herumzulaufen. So wie Leon zum Beispiel, der sich verlaufen hat. Ja. Du und deine Alleingänge. Lass ihn, Leute. Jarek macht eh, was er will. Ja, mit Regeln und Absprachen hat Jarek so seine Probleme. Sorry. Es hat sich gerade so angehört, als wären hier gerade Stritte irgendwie. Gruselig. Ina ist nur online. Bam, 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 bam. Hi ihr Süßen, sorry, dass wir so spät dran sind, aber wir haben uns total verfahren. Das Waisenhaus liegt auch echt am Arsch der Welt, Leute. Manche Straßen sind nicht mal am Navi. Und dann noch dieser Nebel um Navi? Uns herum. Außerdem musste Samu Überstunden schieben. Er liegt jetzt erstmal auf der Rückbank und ruht sich ein bisschen aus. Ach so, ich habe gerade gesehen, wir haben jemand Neues in der Gruppe. Willkommen im Club. Echt krasse Story mit deiner Nummer auf dem Foto. Echt krasse Story mit der Nummer auf dem Foto. Nora. Nochmal willkommen im Club, Tomji. Nora, die jetzt Ina heißt. Ja. Mehr von mir auf Instagram. Los, folgen, Leute. Los, folgen. Immer diese Mini-Playback-Show, ne? Auf TikTok gibt es auch immer Leute, die immer alles nachsingen, immer so, ne? Diese Mundbewegen-Geschichte. Kennt ihr noch die Mini-Playback-Show von damals? Schön dabei zu sein. Danke, freut mich, dich kennenzulernen. Thanks. Warte, weil ihr werdet schon als sehnsüchtig, aber dann, nee, machen wir so. Nee. Obwohl, haben die Alk mit? Die wollten noch Alk mitnehmen, ne? Aber da habe ich ja nichts von.
Wo seid ihr denn jetzt? Am Arsch der Welt. Ach nee, das Waisenhaus war am Arsch der Welt. Das Waisenhaus. An so einem kleinen Resthof. Rasthof natürlich, Mann. Ich hole gleich ein paar Flaschen Wein, was zum Futtern. Wow, geil. Damit wir Ladies den Jungs nicht alles wegtrinken. Ein Glück, der Abend ist gerettet. Ina, du bist ein Schatz. Es gibt was zu saufen. Danke, Ina. Kein Problem. Samu ist eh total fertig. Der braucht jetzt erstmal eine Pause. Grüße, by the way. Wieso fährst du da nicht weiter? Ich kann gar kein Auto fahren. Hallo? Du weißt doch, dass ich blind bin wie ein Maulwurf. Bei diesem Nebel fahre ich keinen Meter. Okay, Kinderchen. Wie das wohl weitergeht, kommen Ina und Samu vielleicht mal im Waisenhaus an und findet Jarek endlich den Friedhof. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und Küsschen aufs Nüsschen, Rötzchen aufs Blubblub. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen mache ich auch noch eine schöne Folge. Diese Folge geht noch heute raus. Es ist jetzt 19:20 Uhr und ab dafür. Also, ja, Tschüssli Müsli.